Hallo Camping- und Outdoor-Freunde! Endlich ist es soweit! Na, noch nicht ganz, aber fast. Das Fahrradwohnwagen-Treffen 2022 findet im September statt und hier folgt das erste Update-Video dazu. Es wird mit Sicherheit noch weitere Videos geben. Aber das Wichtigste zu diesem Fahrradwohnwagen-Treffen erfahrt ihr, wenn ihr jetzt hier aufmerksam zuhört. Wahrscheinlich wisst ihr es schon, weil ich mehrere Videos gleichzeitig drehe. Ich befinde mich gerade an der Location, also an dem Ort des Fahrradwohnwagentreffens. Und zum Glück habe ich hier einen Sonnenschutz. Knallt nämlich gerade ganz schön auf meine Platte. Aber ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. Es geht gleich mit den Daten los. Am 2. bis 4. September findet dieses Treffen in Gera Wünschendorf statt. In der Videobeschreibung findet ihr die Verlinkung von dem Ort, also wahrscheinlich Koordinaten oder Adresse schreibe ich da rein. Der 2. sollte ein Freitag sein, der 4. ein Sonntag. Sprich, im Laufe des Freitags könnt ihr hier eintrudeln, egal wann. Ich selber bin wahrscheinlich schon am Donnerstag da und werde gleich früh um 8 parat stehen und die ersten Leute, die hier eintrudeln, filmen. Falls jemand schon eher da ist, also Donnerstag oder Mittwoch oder so, geht das auch. Dann muss man halt direkt hier mit der Betreiberin, das ist die Silvia von diesem Klosterhof, Gasthaus, muss man da mal Rücksprache halten. Weil das kostet hier ein bisschen was, wenn man hier übernachten möchte. Denn diese gute Frau, das ist so ein bisschen ein Familienunternehmen, eine Einzelkämpferin, die stellt uns das hier zur Verfügung. Das ist eigentlich ein riesengroßes Privatgrundstück mit einer Gondelstation hier im Hintergrund. Da kann man Boote ausleihen. Ja, und dann gibt es auch eine Toilette, Waschmöglichkeit, also Waschbecken und so. Und das kostet pro Nacht, habe ich ausgehandelt, keine 10 Euro wie beim letzten Mal, sondern 5 Euro. Ja, also 5 Euro pro Nacht muss man hier einplanen, wenn man hier mit dem Fahrradwohnwagen oder mit dem Zelt auftaucht und hier gerne pennen möchte. Wie wir das genau machen mit der Geldeinsammlung, weiß ich noch nicht. Es könnte auch sein, dass ich von euch noch einen kleinen Obolus brauche, um andere Unkosten zu decken, weil, das erfahrt ihr gleich, es entstehen nämlich einige Unkosten, die diesmal da sind und beim letzten Mal halt nicht. Denn wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn es regnet? Ja, das war natürlich doof, weil viele von euch nehmen sich extra Urlaub, 1 oder 2 Wochen, um mit dem Fahrradwohnwagen hierher zu fahren. Jetzt können wir das natürlich nicht absagen, wenn es regnet. Und deswegen habe ich mir überlegt, bräuchten wir ein Festzelt, ein ziemlich großes Festzelt. Weil ich vermute mal, zwischen 100 und 300 Leute werden hier auftauchen. Und ja, nicht jeder will wahrscheinlich in seinem Fahrradwohnwagen die ganze Zeit hocken. Und wir wollen uns ja auch unterhalten und deswegen wäre so ein Festzelt ganz gut. Jetzt habe ich schon die Silvia gefragt, leider hat die kein Festzelt. Sie müsste halt ja auch selber rumfragen, irgendwo ein Mietzelt. Kostet wahrscheinlich auch mehrere 100 Euro über 3 Tage, wenn man sich das mietet. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass sowas teuer ist. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wir sind doch eine große Community. Ja, ihr seid doch ein paar tausend Leute da draußen. Und wir könnten uns da locker so ein Festzelt eigentlich zusammen kaufen, indem wir alle ein bisschen zusammenlegen und einen Großteil übernehme ich von diesem Festzelt. Ich bin zwar gerade auch ein bisschen pleite, aber das war so mein Gedanke. Ja? Was ist denn, wenn jeder 5 Euro oder so in den Topf wirft und dann kann man sich so ein Festzelt kaufen. Ich habe schon mal gegoogelt, so ein Festzelt in einer gewissen Größe kostet auch schnell 3000 Euro. Und zwar, wenn es eine gewisse DIN-Norm erfüllt, die man erfüllen muss, wenn man eine öffentliche Veranstaltung macht. Denn da muss das Ganze feuerfest sein. Und das kostet halt ein bisschen mehr, als wenn man so ein normales Festzelt kauft. Ja? Zu dem Festzelt genau werde ich mal ein separates Video machen. Einfach mal gucken, ob ihr bereit seid, da auch ein bisschen was dazu zu geben. 5 Euro oder so. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ich bereichere mich an dieser Sache nicht. Im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich noch einen großen Betrag drauflegen. Mein Gedanke ist halt, weil ich eh so ein Verleihgeschäft habe, könnte ich das Festzelt vielleicht noch andersweitig mal verleihen. Und dann ja, kriege ich die Kosten, die ich jetzt habe, wieder rein. Aber es wäre schön, wenn ich ein bisschen entlastet werde mit Hilfe von euch. Ja, und zusätzlich, das hatte ich auch schon in den anderen Videos angekündigt, wird es eine Tombola geben. Also ihr, ne, wenn ihr hier dran teilnehmt, könnt an der Tombola auch dran teilnehmen. Und dann werden Lose verkauft für einen Obolus und dann gibt es halt was zu gewinnen. Und zwar im Wert von über 1000 Euro. Der Hauptpreis wird ein E-Bike sein. Und ich muss mal schauen, dass ich noch ein paar Sponsoren finde. Da hatte ich ja schon einen mit diesem Zelt, Wolfwiese. Ne, die haben uns das Zelt zur Verfügung gestellt und da gibt es bestimmt noch andere, die da auch noch ein paar Sachen zur Verfügung stellen und das werdet ihr dann alles an dem Tag des Fahrradwohnwagentreffens hier erfahren. Das Ganze muss alles wahrscheinlich diesmal öffentlich genehmigt werden durch die Behörden. Darum kümmert sich dann die Silvia. Wir dürfen dann mit Sicherheit auch hier ein Lagerfeuer machen. Und ich habe mir überlegt, wir könnten ja sowas wie eine kleine Ausfahrt machen. Ist eher eine Rundfahrt, weil so richtig rausfahren tun wir nicht. Da geht es einfach nur darum, dass wir mal die ganzen Fahrradwohnwagen, die hier sind, ja, dass wir die alle mal geschlossen auf einer Straße in Bewegung sehen. Ich denke, 3 Kilometer sollten reichen. 3,5 waren es, glaube ich. Ich habe vorhin die Strecke hier schon mal erkundet, die dafür in Frage kommt.
Das Höhenprofil verlinke ich euch da unten in der Videobeschreibung oder blende das hier ein, dann seht ihr das schon mal, weil es geht nämlich zwischendurch mal ein bisschen berghoch, aber dafür wieder bergrunter. Aber wie gesagt, insgesamt 3,5 Kilometer, das solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Falls nicht, dann bleibt ihr lieber hier. Also jeder fährt aufs eigene Risiko. Festzelt haben wir, Ausfahrt haben wir, hatte ich Lagerfeuer schon angesprochen, wird wahrscheinlich dann auch genehmigt von den Behörden hier. Also wir haben diesmal ein Lagerfeuer. Ja, jetzt kommen wir noch zur Verpflegung. Und da möchte ich euch um eins bitten. Ihr könnt natürlich euer Trinken mitbringen und vielleicht auch was zu essen und so und euch hier mit dem Gaskocher hinsetzen und essen und auch ein Bier trinken. Aber ich kann mich erinnern, beim letzten Mal haben einige von euch Bierkästen angeschleppt und haben halt hier der halbe Liga verpflegt. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Location hier. Also die Silvia vom Klosterhof, die muss natürlich auch irgendwie zusehen, dass sie ein bisschen was verdient hier, ne, an dieser ganzen Aktion. Die stellt uns ja das hier schon zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in der jetzigen Krisenzeit. Ja, also die möchte gerne halt auch schon ihr Zeug hier verkaufen. Sie wird uns den Grill anschmeißen, und zwar Freitagabend und auch Samstagabend. Zwischendurch gibt es eine Gulaschkanone fürs Mittagessen. Kaffee gibt es wahrscheinlich auch zwischendurch. Kann man sich dann auch kaufen bei ihr für einen kleinen Betrag. Kuchen wird sie vielleicht hinstellen und so. Also fürs leibliche Wohl ist hier vollkommen gesorgt. Ja, und dann wäre es schön, wenn ihr halt hin und wieder mal ein Bierchen bei ihr kauft, anstelle euch eine Kiste mitzubringen, wo ihr dann hier, naja, ihr wisst schon. Also für mich ist das halt selbstverständlich, wenn ich hier so bin irgendwo und sich jemand so eine Mühe macht und auch diesen Platz zur Verfügung stellt, ja, das ist gehört einfach dazu. Wenn ihr ein bisschen was erleben wollt und ihr beispielsweise schon Mittwoch hier seid oder auch Donnerstag oder wie auch immer oder von mir aus auch Freitag, hier gibt es die Möglichkeit, Boote zu mieten. Das kostet pro Stunde 10 Euro, egal wie viele Leute in das Boot reingehen, also pro Boot 10 Euro, passen locker 4 Leute rein, könnt ihr euch reinteilen, wenn ihr wollt. Kann man in die Richtung paddeln an der Weißen Elster. Man könnte beispielsweise beim Märchenwald, kann man da Rast machen. Da gibt es so einen coolen Wanderpfad mit so, müsst ihr euch angucken, mit so einem Bachlauf und so Häusern hingebaut, alles funktional. Ja, das kann man machen, ansonsten, ja, keine Ahnung, man kann ja wandern gehen, wenn man das möchte. Aber ich denke, wir werden uns hier hauptsächlich mit uns beschäftigen und uns gegenseitig die Fahrradwohnwagen bestaunen und angucken. Ja, man kann übrigens auch als Gast hierher kommen und im Zelt übernachten. Bitte nicht unbedingt mit Wohnmobil, denn die Stellfläche da vorne am Parkplatz ist relativ klein. Wenn jetzt jemand mit einem Auto und Anhänger kommt, um seinen Fahrradwohnwagen zu transportieren, das ist möglich. Also man kann da vorne auch parken, aber irgendwann sind die Parkplätze wahrscheinlich voll. Und wenn da jetzt noch Leute kommen mit Wohnmobil oder was weiß ich, Autos halt, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Deswegen seht mal zu, dass er, wenn er kommt, mit dem Zelt plus kommt, ja, als Gast meine ich. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, das Zelt hinzubauen. Kostet dann auch 10 Euro für zwei Nächte. Wahrscheinlich werde ich solche Bändchen organisieren, die man dann hier drum kriegt. Kennt ihr ja von anderen Veranstaltungen. Ich war ja früher bei Motorradtreffen, da gab es ja immer so eine Schleuse, so einen Eintrittsbereich, wo man dann halt Eintritt bezahlen musste. Da hat man so ein Bändchen gekriegt. Ja, hier wird das ein bisschen unkompliziert ablaufen. Also das Bändchen werde ich wahrscheinlich organisieren oder sowas in der Art, damit man halt sieht, ja, derjenige hat schon die 10 Euro für die zwei Nächte beglichen. Das Wichtigste ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist ganz wichtig. Also, es wird hier unten in der Videobeschreibung, oder ich blende das mal hier ein, eine E-Mail-Adresse geben. Wenn ihr mit dem Fahrradwohnwagen oder auch mit dem Zelt hierher kommen wollt, hier pennen wollt, dann meldet euch bitte an. Das hat folgenden Hintergrund. Die Silvia muss ja wissen, wie viele Leute ungefähr hier auftauchen. Ja? Auch ich muss den Behörden, oder wir müssen den Behörden melden, wie viele Leute ungefähr hier sein werden. Ich kann das absolut nicht einschätzen. Das letzte Mal waren wir um die 60 bis 150, also 60 Fahrradwohnwagen und dann insgesamt 150 Leute. Ich vermute mal, diesmal wären es definitiv mehr, aber ich weiß es halt nicht. Ja? Wir haben ja auch hier begrenzte Kapazitäten bloß, also hier passen locker 300 Leute drauf, aber man muss es halt wissen. Bitte meldet euch an, und nur dann, wenn ihr wisst, dass ihr wirklich kommen wollt. Wenn ihr noch nicht so richtig wisst, wartet noch ab, weil es ist ja noch Zeit bis zum September. Ja, und nutzt da unten diese E-Mail-Adresse. Schreibt mir da bitte keine langen Storys rein von irgendwelchen, was weiß ich, theoretischen Dingen, sondern einfach nur, wie viele Leute kommen, wie viele Fahrradwohnwagen sind dabei oder Zelt, je nachdem. Und das war es eigentlich schon. Ja, das muss man wissen. Alles andere ist relativ. Dann hoffen wir doch mal, dass das Wetter mitspielt. Also wenigstens an einem von den drei Tagen, 2. bis 4. Ja. Wobei der 4. ist ja Abreise. Es gibt auch Frühstück. Also die Silvia ist dann wieder bereit, Frühstück hinzubauen, ja, als Buffet. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wahrscheinlich wieder 5 Euro oder so pro Frühstücksbuffet. Tja,
Keine Ahnung. Also wie das genau dann abläuft, das erfahrt ihr alles dann am Tag des Treffens spätestens. Denn ich werde auch meine mobile Discoanlage hier herfahren oder herbringen. Da haben wir eine schöne Musik. Ja. Und dann kann ich auch per Mikrofon, kann ich euch dann immer ein paar Sachen durchsagen. Zum Beispiel Fahrrad, Wohnwagen, Wiegen. Das machen wir auch, so als Gaudi. Ne? Kann jeder, der mal wissen will, was sein Fahrrad, Wohnwagen wiegt, kann man dann auf so eine Waage drauf fahren und dann können wir das mal wiegen. Dann gibt es noch eine Pokalpreisverleihung für, was weiß ich, schönster Fahrrad, Wohnwagen. Müssen wir uns noch eine Jury einfallen lassen, die das dann bewerten oder vielleicht können alle abstimmen oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall soll es ein paar Pokale geben für den schönsten Fahrradwohnwagen. Vielleicht, keine Ahnung, weiteste Anreise oder sowas. Ja, aber bitte nicht schummeln, es ist doof, wenn ihr schummelt. Also kommt wirklich hergefahren und sagt es dann auch ehrlich oder wenn nicht, dann halt auch. So Leute, das Video soll auch gar nicht so lang werden, denn ich möchte hier noch ein bisschen die Zeit genießen. Und außerdem habe ich noch vor, ein paar weitere Videos zu drehen. Deswegen sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.